Erstmal was stecken. Dann kann ich während des Mal. Kann ich hier auf die Karte. Wieso kann ich denn hier mein Handy nicht rausholen? Das verstehe ich irgendwie nicht. Aber ich würde jetzt gerne auf die Karte gucken, ob wir jetzt das mit dem Ausrufezeichen schon geschafft haben. Purer Stress gerade hier. Da ist jemand auf der Straße, der kommt hier hin. Ah, unser Lebensbalken lädt sich ein ganz klein wenig auf, wenn ich das richtig sehe, oder? Nur ein ganz klein bisschen, ja. Ein bisschen nur. So, ich schau mal eben aufs Handy. Ja, Ausrufezeichen 10 von 10. Okay, das heißt, wir brauchen noch zwei Autos, müssen wir noch zerstören. Und diese Mission, die müssen wir noch machen. Die zwei. Alle Bürger, gucken, wo die nicht verhaftet werden möchten, sollten sofort in ihre Wohnungen zurückkehren. Okay, pass auf. Wir müssen zwei Fahrzeuge... Wo bin ich denn jetzt hier? Ah, okay. Versammlungen auf öffentlichen Plätzen sind ein Verbrechen. Zwei Fahrzeuge zerstören und Mission. Ich glaube, wir machen erstmal die Mission. Also bewegen wir uns mal in die Richtung. Räumen Sie die Straßen. Ich wiederhole. La, 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 la. Dies ist ein Befehl der KVA. Ach, guck mal an. Das Fahrzeug ist, glaube ich, zerstört. Glaube ich zumindest, oder? Ja, 3 von 4. Sehr schön. Sauber. Das hat geklappt. Hallo. Okay, sind wir irgendwo in so einer Gasse? Ich glaube, hier waren wir schon mal, ne? Oder? Ja, hier hatten wir den Garten befreit. Den Garten Eden. Ein weiteres Fahrzeug wäre mal cool. Weil dann hätten wir nämlich alle Fahrzeuge. Das heißt denn, das eine Gebiet vom Anfang, also ziemlich vom Anfang des Spiels, müssen wir auf jeden Fall noch ein Fahrzeug erledigen, beziehungsweise zwei. Jetzt wissen wir auch, was das bedeutet. So Propaganda-Autos oder also Panzerwagen. Hallo, Panzerwagen. Ach ja, der Buddy. Unser Buddy ist im Himmel. Alle Anstifter werden ausnahmslos. Mats Spencer ist ja gestorben. Ein Held meiner Kindheit und vieler Leute. Held von vielen Leuten. So, müssen irgendwie hier rauf. In deiner Nähe gibt es ein verlassenes Apartmenthaus. Der Widerstand könnte es als Unterschlupf nutzen. Finde einen Weg hinein und sieh nach, ob es geeignet ist. Ja, ich muss erstmal gucken, wie ich reinkomme. Es scheint wieder so, als ob es... Was macht der denn da? Ich glaube, das ist hier rüber irgendwie. Mal schauen, wie ich da raufkomme. Wie komme ich da rauf, verdammt. Seid wachsam. Terroristen können sich im Distrikt aufhalten. Wie komme ich denn auf dieses... Boah, Mist, ich muss auf diese Leiter da kommen. Das heißt, ich muss durch diese Tür. Es erfolgt eine sofortige Sperre der Rationskarten und eine mögliche Aufnahme in das Spektrum in Nord-Philadelphia. Seid wachsam. Schnell, beeil dich. Uah, fuck. Fuck, geh, kletter doch! Au, ich bin gleich tot. Das gibt's nicht. Ich bin sowas von tot. Ich muss weg hier. Fuck, ich muss weg. Lauf um dein Leben! Scheiße! Das war keine gute Idee. Das war auch keine gute Idee. Da kann ich rein. Na, das klappt ja super.
Das klappt ja besser, als ich dachte. Alter, okay. Ich muss mal eben hier die... Ja, ist richtig, genau. Warnung, viele Störungen werden nicht toleriert. So, jetzt muss ich zusehen, dass ich hier irgendwie... Was? Nein, 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 nein. Lalalala, du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Fuck, wie kommen wir denn da jetzt am besten hin wieder? Hier, Widerstand. Warte mal. Kann ich hier nicht einen Widerstand herbeirufen? Geht das nicht? Hier ist doch irgendwas so blau am Leuchten. Geht das hier nicht mit dem Widerstand, wo die gesagt haben, man kann so einen Widerstand herbeirufen? Scheiße, fuck. Warte mal, kann ich den hier nicht sagen, hier Widerstand? Nee. Weil das hier so komisch blau leuchtet und vorhin war das ja mit dem Widerstand in dem Video so blau, deswegen... Wir sind alle blau. Räumen Sie die Straßen! Räumen Sie die Straßen! Räumen Sie die Straßen! Ja, ich räume die Straße. Ich räume schon die Straße. Ich räume schon die Straße. Ich bin schon weg. Ich bin... schon weg. Ja, Guerilla-Werkzeug. Ich muss nur mal gucken, wo wir das Guerilla-Werkzeug herkriegen. Das verdammt ist, doch mal. Das ist schon so... Irgendwo hatte ich das mal gefunden gehabt, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Wenn wir schon einmal hier sind, ne? So. Nein, da ist jemand da oben. Scheiße, fuck. Der darf uns nicht sehen. Boah, Gott sei Dank, Alter. Boah, das war knapp. Wie komme ich denn da drüben rüber dann jetzt? Wie komme ich jetzt da... Also rüberspringen hat schon mal nicht funktioniert. Kann das sein, dass ich auf das Fass schießen muss? Mal gucken, ob irgendwas passiert. Ja, das hat geklappt. So. Geh weg. Na. Dämlicher Stuhl. So. Jetzt sind wir schon mal drin. Sehr schön. Und das muss bei dem anderen Gebäude, glaube ich, auch so funktionieren, dass wir da irgendwie reinkommen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass da irgendwie, wir da nicht reinkommen bei dem einen, bei einer Nebensmission. Nebensmission, was ist denn los? Nebenmission. Verlassenes Apartment, Außenposten eingerichtet. Ein bisschen vergeht der Tag natürlich. Sehr schön. Sauber. Ja, läuft, würde ich sagen, ne? Läuft. Philly Alpha an Brady. Dieses Apartment hat eine perfekte Lage zur Überwachung von KVA-Bewegungen in der Zone. Das könnte uns einen Vorteil verschaffen. Ich schicke ein Team hin. Philly Alpha Ende. Alles klar. So. Ach, dann bedienen wir uns direkt mal vom Tisch, wenn hier schon solche Sachen rumliegen. So, Propagandaschilder, ne? Wir müssen ja noch... Ist das ehrlich? Seid wachsam. Ich hab's ein bisschen eilig, ja. Weil ich gerade auf mein Handy gucken muss. Ein cooles Handy, was du nicht hast. So. Verlassenes Fahrenhaus. Hier die Operationsbasis. Da müssen wir auch noch hin. Ich glaube, wir machen die hier mal. Gesperrt, bis Herz und Gedanken abgeschlossen sind. Ach so. Dann machen wir doch das erst nochmal. Weil ich will das wissen, wie das funktioniert, wie man da hinkommt.
Wenn wir schon einmal dabei sind. Wir könnten auch mal so ein paar Medipacks finden. Das wäre mal ganz sexy. Aktuelle Terroristenbedrohungsstufe hoch. Haben wir den schon? Nee. Machen wir mal. Achtung, so. Bürger. Gesellschaftsfeindliches Verhalten wird nicht toleriert. Kehren Sie sofort nach Hause zurück, sonst werden Sie verhaftet. Keine Bewegung. Oh oh. Du bist verhaftet. Auf den Boden sofort. Wie der da liegt, ne? Oh, guck mal. Oh, mein Popo. Oh, mein Popo tut mir weh. Oh, mein Popo tut mir weh. Oh, mein Popo tut mir weh. Oh, tut mir mein Arsch weh. Alter. Oh, Entschuldigung. So. Ja, bis jetzt läuft es hier einigermaßen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir da... Schon wieder am Reden. Wie wir da... Gute Arbeit, Brady. Handlungen wie diese bringen uns mehr Rekruten. Ja, ja. Wie kommen wir da rein? Oder wie kommen wir da hin? Alle Bürger aufgepasst. Versammlungen auf öffentlichen Plätzen sind ein Verbrechen. Muss ich da drauf schießen auf das Ding? Kann das sein? Ach, Tatsache. Wie geil. Ist ja cool. Ist ja cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Man muss nur so ein bisschen logisch denken, aber das kann ich ja nicht. Ihr wisst es ja. Das kann ich ja. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Bin ich jetzt hier in einer Bitte nicht anrufen Zelle? Alter, ich habe das Gefühl, jeden Moment steht hier eine PT-Oma irgendwie im Gang. Gruselig. Das ist schon ein bisschen creepy teilweise. Hallo, wer bist du denn? Er liegt, glaube ich, schon ein bisschen länger hier. Da wurde, glaube ich, ja, ich enthalte mich meiner Stimme. Ich durchsuche jetzt erstmal so ein bisschen hier das Pfaffenhaus. Aha, ein... Ich sag doch, es ist unheimlich. Ein Kreuz, ein paar Leichen, die hier rumliegen. Ich habe eine Taschenlampe in der Hand. Wenn man sich jetzt noch die Anzeigen wegdenkt dabei. Höh, Alter. Ich hab vom Kampf in Elm Tree gehört. Erschreck mich doch nicht so. Nachrichten melden, dass der Widerstand vernichtet wurde. Ich schätze, das war's da. Wie geht's denn so? Ja, wieso erschreckst du mich denn so? Komm ich da oben hoch? Ah, anscheinend nicht. Alter, wie der mich erschrocken hat. Ich dachte, wir kommen da. Heute werde ich ein paar Norks töten. Auf einmal lang gelaufen kommen. Okay, kann ich das Schloss aufknacken? Mache ich mal eben. So. Na, raus will ich noch nicht. Nur dann wissen wir schon mal, dass wir hier auch abkürzen können. Ich will nur so ein bisschen hier ein bisschen untersuchen alles. Ich habe Sie erwartet, Mr. Bond. Ich sag doch, die Ente ist, es ist hier überhaupt die größte Verschwörung ever, so wie ich es gesagt habe. Es ist und bleibt einfach die Quietsche-Ente. Das ist hier der Oberboss von allen. Ja, das ist so... Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich dieses Spiel spiele. Ich habe den Oberboss schon gefunden. Ich habe vom Kampf in Elm Tree gehört. Ja, ja. Guck mal, unten ist die Ente. Hallo M, ich begrüße Sie. Ich habe Sie erwartet. So, verlassenes Pfarrhaus. Operationsbasis eingerichtet. Klick, klick. Kriegen wir denn jetzt eine neue Mission auch? Weil die anderen grau hinterlegt sind. Ah. Herzlichen Dank. Sieht so aus, als hätten sie einen besonders brutalen Mord an einem Friedenswächter untersucht. Scheinbar sind wir nicht die Einzigen, die beschlossen haben, gegen die Norks zu kämpfen. Nee, glaube ich auch nicht. Ist die Ente immer noch unten am Stehen? Aber wahrscheinlich wird oben nur umgebaut, ne? Okay. Wie gruselig das ist. Oder wird hier auch umgebaut? Wenn man das jetzt befreit. Aber die Ente ist immer noch da. Quietschentchen nur mit dir. Quietsch, quietsch. So, warte mal. Kriegen wir denn jetzt hier, haben wir denn jetzt hier eine neue Möglichkeit? Ne, kriegen können wir gar nicht. Okay. Wir müssen also zur Hauptquest gehen, weil wir hier diese
die können wir nicht befreien. Gesperrt bis Herz und Gedanken abgeschlossen ist. Okay, dann müssen wir hier hin. Dann müssen wir zur Hauptmission. Weil die anderen Sachen haben wir alle 100%. Mhm. Bis auf, wie gesagt, das Auto. Wenn ich jetzt noch ein Auto finde, zerstöre ich das noch. Dies ist eine Nachricht an alle. Aber vorne war vorhin so ein Fahrzeug, ne? Ich weiß nicht, ob das immer noch da ist. Schauen wir mal. Ich glaube, hier die demonstrieren schon so ein bisschen. Ich glaube, sobald wir 100% erreicht haben, demonstrieren die weiter. Aber hier war letztens noch ein Fahrzeug. Wo ist denn das jetzt? Jeder Bürger, der beim Beschädigen öffentlichen Eigentums gesehen wird, kann sofort verhaftet werden. Auf den Bahnhof. Melden Sie jegliche kriminellen Aktivitäten dem nächsten Friedenswächter. Wo ist das Fahrzeug? Da ist es. Befreie die Gefangenen. Wie soll ich die denn befreien? Ganz ehrlich. Weißt du was? Können wir jetzt mal. Warnung. Alle Bürger, die Verbrechen ausüben, werden von dieser Einheit angegriffen. Ciao. Heil dich. Ach, ich hab kein... Oh, Mist. Oh, ich hab gar kein... Uha. Ich hab gar kein Medipack mehr und ich gehe so in den Kampf. Ich bin ganz schön mutig, muss ich sagen. Ganz schön. So ein Safehouse wäre ganz geil. Ich glaube, hier ist eins. Können wir mal klingeln, vielleicht lassen sie uns hier rein. Die Wächter werden jeden verhaften, der beim Beschädigen öffentlichen Eigentums gesehen wird. Sie wurden gewarnt. Okay, uns fehlt Batterien, wir klingeln mal. Oder können wir hier rein? Oh, Gott sei Dank. Ich hoffe, die haben Medipack für uns. Okay, Patronen voll. Mhm. Okay, wir laden uns ganz langsam wieder auf. Lebensenergiemäßig, aber trotzdem wäre es ein feiner Zug, wenn wir hier ein paar Medikits mal eben kaufen. Verbrauchsartikel, Gesundheit. Ja, möchte ich. Wir kaufen mal, ja, eine Batterie. Zwei Stück, dann können wir wieder ein paar Bomben bauen. Okay, wir heilen uns. Ganz, ganz langsam. Pulver fehlt uns jetzt. Zu reden, ohne andauernd das Licht eines Bildschirms in unserem Gesicht zu haben. Okay. So, da haben wir wenigstens wieder Gesundheit. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt in Richtung Hauptmission gehen. Ich weiß, wir haben nicht viel Leben, aber ich denke mir mal... Ja. Kennen wir uns? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben uns noch nie im Leben gesehen. Aber kann ja sein, dass es mich zweimal gibt. Wäre aber, glaube ich, Unsinn. So. Die hat gefragt. Ich wollte nur antworten. Ne? War ich nicht. Hat er selbst zu verantworten. So, haben wir denn jetzt... Achso, warte mal, wir haben das Fahrzeug ja zerstört, ne? Ja, 4 von 4, 10 von 10, 5 von 5, 4 von 4. Falls ihr euch fragt, was ich gerade lese, ist links am Bildschirmrand die Anzeige da. Mit den Fahrzeugen, also 4 von 4, Ausrufezeichen 10 von 10, Explosion, also Sabotage 10 von 10, Radio 5 von 5, 4 von 4, Nebenmission und 100% generell jetzt. Aber wir haben trotzdem noch so viele Missionen, wie zum Beispiel die hier, die kriegen wir erst, wenn Herz und Herz und Gedanken abgeschlossen ist. Die hier auch die Mission. Na, das sind alles noch so Missionen, die wir noch machen müssen. Radio. Jetzt frage ich mich, ob das die Radien sind, die man noch machen muss. Weil hier sind auch noch drei. Hier sind noch drei. Da sind auch noch drei. Sind das Radios, die nebensächlich noch sind, die man noch aktivieren kann, wenn man möchte? Weil hier ist auch ein Radio. Warte mal, das machen wir jetzt mal. Mich würde das mal brennend interessieren, das Radio, ne? Das wird wahrscheinlich hier oben stehen. Jetzt natürlich die Frage, wie komme ich da rauf? Oh, da waren gerade Gegner. Wie komme ich da hoch? Wahrscheinlich hier über die Mauer. Wenn ich irgendwie hier raufkomme.
Die Norks sind nicht die einzige Bedrohung. Eine Freundin von mir wurde vor kurzem... Wie komme ich denn hier rauf? Hier lang wahrscheinlich, oder? Aber hier waren wir doch schon. Achtung, ziviler Störung wird tödliche Gewalt... Komme ich hier weiter nach oben? Achtung, ziviler Störung wird tödliche Gewalt entgegen... Gesundheitskrise ist voll. Na super, jetzt finden wir so viele Sachen hier. Also hier lang ist schon mal falsch. Aber wir müssen ja weiter nach oben, so wie das aussieht mit dem Radio. Verlassen Sie sofort jegliche illegalen Aktivitäten und kehren Sie in Ihre Häuser zurück. Wie kommen wir denn... Kann ich einfach hier rüberspringen? Oh ja, es geht, okay. Ah, hier. Ich glaube, jetzt kommen wir zum Radio. Bürger von Philadelphia. Ja. Unterlassen Sie sofort das Gesetz. Da steht das Radio. So, warte mal. Ich mach mal die Karte auf. Also, dieses Radio. Mal gucken, ob das jetzt verschwindet jetzt gleich. Die Leute nennen uns Terroristen. Und das Tatsache. Das sind noch Nebensachen, die kann man auch einsammeln, wenn man möchte. Das ist nicht zwangsläufig vonnöten, aber das kann man noch machen. Genau wie diese Sabotagesachen. Also, man kann das Spiel komplett clearen. Also, zumindest hier diese, zum Beispiel die Radio... Und, ja, hier war jetzt noch Sabotage, kam jetzt noch dazu, aber hier wären es jetzt nur die Radios. Die könnte man hier zum Beispiel noch abfarmen, wenn man möchte. Man hat ja hier zum Beispiel die Möglichkeit, mit dem Motorrad zu fahren.